Harry Gatterer, du hast am Hospitality Summit über Entscheidungsfähigkeit und Zukunftsorientierung gesprochen. Was sind die drei Key Takeaways für Entscheidungsträgerinnen und Meinungsmacher im Hospitality-Bereich? Also wichtig ist im Moment einfach, dass wir lernen, von dieser linearen Denkweise rauszukommen und Zusammenhänge sehen. Das heißt also, dass wir Kontexte beobachten. Wie sind die Dinge, die zueinander kommen? Auf was kommt es an für mich in meinem Unternehmen? Zweitens, Dynamiken beobachten. Nicht jeder Trend ist gleich wichtig für jeden. Nicht jede Entwicklung in der Welt heißt, dass es auch mich treffen muss. Also genau zu sehen, was ist für mich relevant, was nicht so. Und drittens, Zukunft ist immer innen, immer. Das heißt also, mein Team, meine Organisation, mein Unternehmen, da drin ist meine Zukunft und nicht da draußen irgendwo. Das heißt, wir machen den Unterschied als Unternehmerinnen und Unternehmer. Auf geht's. Das waren drei kurze Tipps, um begeisternde Erlebnisse zu kreieren. Mit welchem Hospitality-Erlebnis kann man dich ganz persönlich begeistern? Ja, ich bin einer, der viel reist. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, am meisten begeistert man mich mit Ruhe, wenn man mich in Ruhe lässt. Wenn man nicht zu viel um mich rum irgendwie läuft und mir versucht, noch irgendwelche Services zu geben, weniger ist bei mir mehr. Okay. Ruhe hast du ganz bestimmt nicht hier am Hospitality Summit. Welche Gefühle löst dieser Gipfel bei dir aus? Begeistert er dich trotzdem? Ja, Patrick, es ist natürlich schön, dass Menschen zusammenkommen, dass man wieder Zeit hat für gute Gespräche, für qualitative Gespräche. Und da ist viel Zeit und viel Raum und es sind so viele Gastgeber da. Ich meine, wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann wo sonst? Besten Dank, Harry. Das war kurz und knapp in a nutshell Harry Gatterer für uns am Hospitality Summit.